Die Ukraine braucht mehr als 100.000 Soldatinnen, um den Widerstand gegen die russische Armee aufrechtzuerhalten. Ein neues Gesetz zur Mobilmachung soll dem Personalmangel nun entgegenwirken. Wie das funktionieren soll und wie die ukrainische Gesellschaft auf die neuen Mobilisierungsregeln reagiert, erfahrt ihr in diesem Ukraine-Update. Ein umstrittenes Gesetz ist in Kraft getreten, welches die Regeln zur Erfassung von Wehrfähigen verschärft. Nun sind alle Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren verpflichtet, innerhalb von 2 Monaten ihre persönlichen Daten auf den aktuellen Stand zu bringen. Dafür müssen sie sich bei den Rekrutierungsbehörden anmelden, ansonsten drohen ihnen Strafen. Die Geldbußen für die Verweigerung der Mobilisierung reichen von 400 bis fast 600 Euro für Bürger und von 800 bis 1.400 Euro für Beamte und juristische Personen. Zur Einordnung, das Durchschnittsgehalt im Land beträgt nur 400 Euro. Bei Nichtzahlung der Geldstrafe werden Informationen über die Schuldner in das einheitliche Schuldnerregister eingetragen. Dies führt dann zur Beschlagnahme von Eigentum und zur Sperrung von Bankkarten. Militärische Rekrutierungszentren in der Ukraine haben auf einen rund um die Uhr Betrieb umgestellt. Und schon einige Tage vor Inkrafttreten der neuen Regeln standen die Männer dort Schlange. Einerseits werden sie durch die Androhung von Strafmaßnahmen dazu motiviert. Andererseits ist es aber auch offensichtlich, die ukrainischen Männer haben sich mit der Tatsache abgefunden, dass es kaum möglich sein wird, sich der Einberufung zu entziehen. Laut einer Studie von Text.org.ua beläuft sich die Mobilisierungsreserve der Ukraine auf etwa 4,8 Millionen Männer. Nach Schätzungen der Militärführung benötigt die Armee bis zu 500.000 Rekruten. Das heißt, dass jeder Zentner Ukraine mobilisiert werden müsste. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.